Ist aus der Familie Pflanze und kann Schweig, Fluch und Mystiktanz. Schweigen macht so gesehen, dass ein bestimmtes Monster, also das Zielmonster, sage ich jetzt einfach mal, schweigt. Keine Oder Attacken mehr wirken können. ja, ich glaube Techniken. Keine Techniken mehr machen kann, die zum Reden, also wo er Ja, reden das habe ich müsste. mir schon irgendwie gedacht. Und weiter? Fluch ist halt Verfluchung Statuswerte sinken. und Mystiktanz ist halt ja Verwirrung. Okay. Ich glaube, Schweig war Fluch. Schweig. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Eigentlich müsste Fluch das sein, was die anderen verflucht. Und Schweig, das, welches die Statistiken senkt. Bin ich mir jetzt nicht genau sicher. Hast du Mystik-Tänzer gekriegt? Nicht wirklich. Weil du gesagt hast, du bist verwirrt. Das war. Ich wurde nicht verwirrt, so gesehen. Ja, ich Ja. wusste. Ich müsste nochmal gucken. Sag ich jetzt mal so. Hihihi, er hat mich besiegt. Wattebo, du hast das Waldlabyrinth geschafft. Gute Leistung. Wattebo, ein Umweg schadet euch nicht, oder? So. Ja. Waldlabyrinth, ist klar. Ori, ihr habt Augenbaum besiegt. Augenbaum soll jemanden verfluchen können. Mögt ihr nicht den König von Malta verfluchen? Das ist übertrieben. Ach ja, wart ihr schon dem Schrein der Steine, Sterne? Beherrsche die Paarung, so beherrschst du das Turnier. Durch Paarung entstehen ein stärkeres Monster. Ich bin beschäftigt, ich muss jetzt gehen. Tap, 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 tap. Tap, 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 Kann das tap. irgendwie sein, dass er jedes Mal dasselbe sagt? In den ersten, halt wie bei den Toren. Für Uris Reise gebe ich euch ein Kraut. Also das bedeutet. Bei dem Stator sagt er was anderes. Das zum Beispiel war das mit den Häumen. Hier bei den Toren, bei den beiden, hat er das mit irgendwas anderem gesagt. Und halt hier auch. So, Gut, dann ist und jetzt wieder ein Turnier anstehend, oder wie? genau. Du lernst schnell, mein junger Padawan. Ich möchte nur kurz gucken. Wie steht's mit unserem Golem? Er hat eine Abwehr von 60. Intelligent aber 89. Kann aber die Fähigkeiten SP, Abwehr, Aufladen und Power Save. Und hat irgendwie so einen grünen Kopf als Familie. Was ich eigentlich nicht unbedingt verstehe. Na gut. Wir werden uns erstmal jemanden abholen, und zwar unseren Augen. Auge. Kannst nichts mitnehmen. Golem. Auf. Ab. Tauschen mit. Auge. Der 52 intelligent ist, aber 46 Abwehr, Stärke 39 und mehr HP hat. Von Pflanze und halt schöne Tänze kann. So. Nö, sonst nicht viel. Jetzt können wir uns noch mal kurz die Technik angucken. Schweigen blockiert halt die Zaubersprüche der Gegner. Alle. Fluch war Gegner verfluchen und Mystiktanz verringert die MP des Gegners. War ja schon fast richtig. Auf jeden Fall geht es jetzt zum Turnier. Numero 3. Das müsste das ist E-Turnier sein. Das müsste das E-Turnier sein, ja. Und ich bin erstaunt, ich bin nur einmal gestorben zur Zeit. Willkommen, an welchen Rang willst du teilnehmen? E. In Ordnung. Dann geh doch mal rein. Sehr geehrte Damen und Herren. Hier kommt unser neuer Herausforderer. Sein Name ist Ori. Drückt ihm die Daumen. So, jetzt beginnt die erste Runde. Déjà vu.
Wir Bescheuert. haben eine Echse, eine Schlange und ein Pikmin. Ein Pikmin. Harnviper, Slime und eine Giftechse. Auge geht mal auf Versuch. Sweet geht auf Suizide. Nein, nein, war Spaß. Der macht auf Versuch und Holm geht auf Passiv. Slimbaum, so heißt er. Sweet greift an. Auge macht Schweig. Die Zauber werden von den beiden verflucht. Geschickt. Was auch immer. Holm wurde vergiftet, was nicht unbedingt toll ist. Kann man das Sweet irgendwie steht weiter. heilen? Ja, mit Items. Aber Die Items kann darfst man du aber nicht. nicht nutzen. Richtig. Oder man hat halt als Dingens, als Technik Gegengift, was dann wieder gegen das Gift wirkt. Alter, diese Logik hinter diesem Spiel. Die Techniken heißen genauso wie das Gegenmittel. Oh mein Gott. Du wirst aber nie erraten, wofür das Gegen, also wie das Gegenmittel als Technik gegen Fluch heißt. Gegenfluch? Nein. Antifluch. Antifluch? Ja. Ich glaube, es gibt Gegenfluch und Antifluch. Gegenfluch war nur für einen und Antifluch war für alle. So gesehen. Okay. Sehr sinnvoll, finde ich. Sehr einfallsreich vor allem. Ja, das sowieso. Heum wurde vergiftet und verliert deswegen Leben. Sweet strengt sich an. Sweet. Warum nenne ich ihn eigentlich Sweet? Es nennt sich so. Hört sich so schrecklich an. Der erste Sieg ging an unseren Herausforderer. Jetzt kommen wir zum zweiten Runde. Und er ist immer noch vergiftet, richtig? Nein. Müsstest du jetzt unten in dieser Leiste sehen. Start. Du siehst nicht mehr vergiftet. Ein Also wirkt es nur Draxlim. für einen Kampf, okay? Jep. Draxlim, Drache und ein Feendrag. Den Drache kennen wir. Draxlim ist ein neues Monster. Und der Feendrag kennen wir auch schon. Nur du kennst ihn nicht. Ja, das stimmt. Ich habe gerade überlegt, aber. Illusion ist ja doch schon eine böse Sache, weil dadurch geschehen halt viele, viele Fehlschläge. Und es ist so gesehen wie halt Feuer hat, ne? Ach, Okay. nicht so wie Feuer hat, mein Gott, wie Verwirrung. Halm war jetzt fast tot. Ich weiß. Ha. Verlor 8 MP. Ohohohoho. Und Holm ist tot. Toll. Na super. Er wird aber wiederbelebt, wenn wir jetzt das hier gewinnen. Was ich hoffe. Wenn. Jetzt sieht es gerade nicht gut aus. Das Problem ist, Drache und Draxlim können beide Feuer atmen, wodurch wir halt wirklich jeder davon Leben verlieren. Alter, die sehen zu viele Illusionen, darum machen die ganze Zeit Fehlschläge. Ha, Drache wurde verflucht. Endlich mal etwas, was Auge richtig gemacht hat. So, Auge verliert aber gleich. Irgendwie schon, ja. Sweet attackiert und macht auch Fehlschlag. Mah. Jo, also zurzeit sieht es aus, als würden wir diese Runde verlieren. Es sieht nicht nur so aus, es ist so. Ne. Sweet ist immun gegen Feuer. Demnach können sie so viel Feuer spucken, wie sie wollen. Demnach 1 gegen 2. Ja, und mit normalen Angriffen können sie ihn trotzdem umbringen. Irgendwie verliert er ja immerhin HP. Zurzeit schon, aber wenig. Und Draxlim ist halt viel Agilität und so. Also kann wirklich viel Agilität.
wenn Sweet ja mal richtig angreifen würde, weißt du, dann wären die schon alle weg. Aber er macht ja einen dauernden Fehlschlag. Was nicht unbedingt toll ist. Ah, oh, er hat sich selbst attackiert, finde ich gut. Oh, nur drei Leben. Oh. Komm. Schön. Draxum ist weg. Nein! Wie Tja, fail. dam dam dam. Boah, böse. Das war wohl nix. Müsste ich gleich nochmal versuchen. Ja, klar, warum nicht? Meine Monster sind zu schwach. Und noch einmal. Wir haben genügend Geld. Theoretisch müsste ich ja den Panther nehmen, ne? Der Panther ist ja wirklich gut. Aber, naja, wir machen jetzt erstmal das so. Noch einen Versuch. Dann müssen wir sowieso Item holen, beziehungsweise Leben, Geld. Nein, ich werde jetzt nicht gehen. So langweilig ist das Spiel nun auch nicht. So. Fängt er schon mal gut an. Ja. Okay. Das ist auch okay. Das ist auch noch okay. Das ist nicht okay. Wenigstens Gift-Exe ist weg. Gift-Exe ist eigentlich das Monster, was am Anfang wirklich gefährlich ist wegen dem Vergiften. Aber auch die Hahnviper ist nicht ohne. So, Mystiktanz. Und die Hahnviper hat 8 MP verloren. Hahnviper ist weg. Und der Slimbaum geht auch langsam. Und zwar jetzt. Ich sagte Irgendwann jetzt. mal in Jetzt. nächster Zeit. Jetzt. 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 Der Sieg ging an Uri. Und nun kommt die zweite Runde. Da, wo wir auch verreckt sind. Was für ein Wunder. Oh mein Gott, es sind exakt dieselben Gegner. Hätte es Oh mein erwartet. Gott. Das ist ja so ein Wunder. So. Ich hoffe, ihr greift dann auch mal ein bisschen intelligenter an. Auge versucht, Sweet macht los und Holm geht auf Passiv. Und der macht schon wieder einen auf Drachenatem. Und der macht Illusionen. Oh gut, Holm ist wenigstens nicht betroffen davon. Dennoch ist das scheiße. Gut, Draxlim kann schon mal kein Feuer atmen. Und Drache auch und Feendrag auch. Schön. Schön. So ist das toll. Und Holm geht stecken. Verrecken. Eben nicht. Gut. Oh Mann, wie spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, ob der Kampf diesmal geschafft wird oder ob der dich wieder hinrichtet. Nö, diesmal sieht er erstmal gut aus. Naja, dein Auge ist nicht mehr lange da. Teufel geht auch schon auf die Bretter so langsam. Haha, Auge. Eigentlich schlecht, aber gut. Lassen wir's so. Boah, echt, Draxlim ist eigentlich wirklich übel. Na gut, wenigstens ist er verflucht und Feendrag auch. Somit sind alle Gegner verflucht. Und Holm ist auf die Knie gegangen. Ach, puh. Tja, jetzt müsste mal wenigstens einer fallen, sonst wird's doch knapp. Drache benutzt F-Schwert. Der macht wieder einen Feueratem. Boah, mal im Ernst. Tja, nimmst du das nächste Mystiktanz. Mal die Katze mit? Die Katze. Ja, du hast es Cat genannt. Ja, es ist aber nicht die Katze, sondern Cat. Ach ja. Draxum ist down. Schöne Sache, schöne Sache. Harry, schöne Sache, Harry. Nee. Nicht schöne Sache, Harry. Mein Gott. Wir sind hier nicht bei Harry Potter. Wir sind bei Drachen.